Servus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal was ganz, ganz Cooles. Alexa, Licht aus. Okay. Das ist nicht neu. Aber abgesehen davon, wenn ihr ein zum Beispiel Samsung S10, S10 Plus oder weiß der Geier, welches denn ihr habt, ab dem 10er, glaube ich, müsste das Ganze funktionieren, ladet ihr euch kostenlos die Samsung DeX App von Samsung herunter. Ganz einfach, Doppelklick drauf, zack, bumm. Steht man die mal kurz hier auf dem Hauptbildschirm, ganz einfach. Mach nochmal Vollbild. Und jetzt steht hier, wenn diese Nachricht auch weiterhin angezeigt wird, wenn ihr Telefon verbunden ist, versuchen wir das Kabel zu trennen. Und wir haben es noch nicht mal angeschlossen. Und stecken wir mal unser S10 Plus per USB ein. Es lädt. So. Jetzt warten wir kurz. Und dann bekommen wir auf dem Handy eine Benachrichtigung und klicken wir auf jetzt starten. Wir können das Handy einfach beruhigt beiseite legen. Und haben hier das komplette Handy als Homescreen. Also was heißt Homescreen nicht? Eher gesagt als, wie soll ich sagen, Benutzeroberfläche zum Windows zugesehen allgemein. Ist eine ganz coole Einfallung von Samsung. Auf dem, wie soll man es erklären, auf dem Linux-Design ein bisschen hergeredet, so links, rechts kann man dann die Seite aufräumen, sortieren nach oder die Hintergründe für Samsung DeX ändern. Im Moment gibt es nicht viel, 4 Stück. Man kann auch eigene nehmen aus der Galerie, da ich mir ein wunderschönes Bild gerade gemacht. Hier, schaut da mal, mein wunderschönes Bild kann man hier einstellen. Dann könnt ihr das Bild auch gerne mal angucken. Das habe ich nämlich hier. So, ein wunderschönes Samsung DeX-Bild. Die Kamera wird vom Handy übernommen. Also, was man dann hier sieht, das ist das Kamerabild vom Handy, weil andere Kamera gibt es ja nicht, ne? Das ist der Homescreen von Samsung DeX. Man kann damit. Achso, das ist wieder so geregelt, ne? Das ist ein Scheiß. Zack, also hier. Man kann damit jede Menge Scheiß bauen, auf gut Deutsch gesagt. Wir können DeX sperren, DeX Labs aufrufen, um dort die App-Größanpassung zu erzwingen. Also, es ist eine Testphase, wird noch nicht offiziell unterstützt. Also man könnte auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich habe keinen Bock dafür, Word zu bezahlen, am PC oder wie auch immer, oder weiß der Geier, können wir einfach hier drauf gehen, können dann einfach in den Play Store gehen, wenn es den gibt, genau, den gibt es sogar, das ist schon mal gut, und können hier einfach eingeben, Word. Können uns das Ganze einfach downloaden und können dann einfach am PC auf DeX Word schreiben oder PowerPoint machen oder Excel nutzen, wie auch immer. Man kann alles nutzen. Wir können mal gucken, was alles unterstützt wird unter Apps für Samsung DeX anzeigen. Findet sich der Browser auf dem Handy und wir können uns hier mal die Sachen angucken, was DeX unterstützt überhaupt. Wir können Microsoft Word, Excel und PowerPoint testen, habe ich schon gesagt. Remote Desktop, sehr praktisch eigentlich. OneDrive, Outlook, OneNote, Skype, Hancom Office, WPS Office, Office Suite und Adobe Acrobat Reader. Die meisten Apps funktionieren auch im DeX-Modus. Ah, hier gibt es noch mehr, das habe ich noch gar nicht gesehen. Adobe Photoshop, 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 die sind ja, glaube ich, kostenlos sogar, glaube ich. Google Chrome, Google selbst, Google Play Store selbst, YouTube, Twitch, MX Player, Amazon Workspace, VM. Where Horizon Client, was auch immer das ist, keine Ahnung. Ring Central Clip, MyScript Nebo, Zoom Cloud Meetings, Spotify haben wir, habe ich vorhin schon getestet, Kakao Kids, was immer für einen Scheiß es gibt, Bomb Squad, Altus Adventure, Gunscapes, Homescapes, The Tribes, Tempest, Pirate Action, Last Day on Earth, Seekers Notes, Kakuchet, Black Desert, Final Fantasy, Line, jede Menge Scheiß. Funktioniert jetzt alles komplett über ein USB-Kabel, über das ganz normale USB-Typ-C-Kabel hier, das hier, das A auf C auf A, das ist ganz normal das Originalkabel, was alle dabei haben. Für die älteren Geräte unter euch, oder S9er, S8er, ich glaube S7, glaube ich, zieht auch, ich habe keine Ahnung, gibt es hier das DeX-Pad, den Mehrfachanschlussadapter und das USB-Typ-C auf HDMI-Adapter. Also ihr könnt das Ganze auch einfach, also ihr müsst alles kaufen davon. Das DeX-Pad schließt ja auch an den Mehrverschlussadapter an und den Typ C auf HDMI schließt ihr auch da an. Und dann könnt ihr hier nämlich Tastatur, Maus und WLAN anschließen oder WLAN müsst ihr
glaube ich, ist er noch nicht dabei. Dann habt ihr, glaube ich, schon im Handy drinnen normalerweise. Also wäre das nicht, ne? Und könnt von da aus dann durchgehen. So, ich würde mal sagen, wir testen mal eine App. Also wir laden uns so kurz eine App runter, testen die mal, ob die auch wirklich so gut ist, wie sie alle sagen. Ich schau mal Bomb Squad, vielleicht Bomb Squad. Gucken wir mal. Aber wir müssen da gute Play Store. Schauen wir mal. Bomb Squad. Schauen wir uns das mal an. Das ist nicht so mein Fall, es tut mir jetzt leid, das ist nicht so mein Fall. Altus Adventure, das hört sich nicht schlecht an. Altus Adventure. Sieht ganz gut aus. Ich will aber eher so ein Rätsel raten mit, was weiß ich, für welchen Spiel. Final Fantasy kostet sogar, wie ich weiß, Main Glory. Wir können mal dieses Tempest angucken, was das für ein Ding ist. Das Gute ist, ihr könnt euer Handy einfach noch weiter nutzen. Ihr könnt einfach euer Handy weiter nutzen. Währenddessen das nicht mal in Betrieb ist. Also, wenn das hier nutzen, können wir einfach weiterzocken. Das sieht gut aus, das, ich würde sagen, das installieren wir mal. Ich weiß nicht, ob da auch Fortnite drauf geht, ich weiß nicht. Fortnite müsste, glaube ich, drauf gehen. Ich habe keine Ahnung. Dauert nicht lange, dann ist auch gleich fertig. Jetzt werden wir noch mehr die Benachrichtigungen, wo wir nutzen können. Ist auf ihrem PC angezeigt, dann lädt das, dann zeigt das nur ein paar Sachen an, wahrscheinlich keine Ahnung. Genau. Zack. Dann haben wir die WLAN-Einstellungen. Wir haben die Signalstärke des Handys. Die Akku-Einstellungen, glaube ich. Ja, genau. Wir haben dann die Benachrichtigungs-, nein, das ist die obere Leiste, also diese Dingsbumsleiste da. Wir haben hier die Benachrichtigungsleiste. Und hier die normalen Infos zum Handy selbst. Ebenfalls die Tastatureinstellungen wird auf dem Handy angezeigt, die Tastatur. Wie cool, können wir das auch mal drauf hier vielleicht? Geht das auch wirklich? Schauen, ob das Ganze auch funktioniert. Ich glaube nicht. Oh, falscher Knopf. Ups. Und dann das hier. Oh, funktioniert sogar. Sehr, sehr gut eigentlich. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Das Ganze wird jetzt schon installiert, das ist schon mal gut. Und ich zeige euch mal kurz eine kleine coole Funktion. Ihr könnt einfach euer Handy sperren. Also mein Handy ist gesperrt. Und ich kann einfach hier auf Dex immer noch weitermachen. Ich kann jetzt auch bei Dex sagen, ich möchte gerne Dex sperren. Muss dann aber mein Telefon entsperren oder einfach hier entsperren, um das Ganze zu machen. Dazu könnt ihr einfach auch den Fingerabdruckscanner nehmen. Das Ganze ist natürlich dann auch wieder entsperrt. Ihr könnt euer Telefon weiter nutzen, indem ihr auch Dex nutzt. Das ist ganz, ganz cool. Einige Spiele funktionieren nur auf Touch-Modus. Das Ganze probieren wir jetzt erstmal aus. Die haben ja geschrieben, dass das Ganze auch mit dem weitergeht. So, okay. Zulassen natürlich. Annehmen. Wir changen jetzt mal hier kurz den Output. Abbrechen. Also man hat einiges. Ich schalte es mal kurz. Überspringen das Ganze hier mal. Ja. Also zur Insel Janet, schließe das Training in der Akademie ab. Akademie. Oh, Vollbildmodus hier. Sehr scharf auf jeden Fall. Wunderschön scharf, also ihr seht genauso scheiße wie ich. Kann ich auch irgendwie was ein. Ah, ja, perfekte, die Auflösung, die haben wir hoch. Geht nicht, ne? Dann machen wir das hier alles auf hoch, Alter. Zack. 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 Ich glaube, die geht nicht höher, ne? Nee. Okay, egal. Nein. Wir haben Post bekommen. An der Akademie wirst du die Kunst des Seefahrts erlernen. Okay. Also WSAD funktioniert schon mal. Die Maus funktioniert auch sehr gut. Das neue Assassin's Creed oder was hier, Alter? Freilich. Voll cool, oder? Alter, was hast du jetzt hier von? Das neue Assassin's Creed, oder nicht? Sieht auf jeden Fall so aus, ey. Aber zurück können wir, glaube ich, nicht wieder. Doch, Escape. Ja, perfekt.
Das neue Assassin's Creed, also besser kann Assassin's Creed gar nicht funktionieren, würde ich mal sagen, ne? Scheiße. Man kann auch noch die Spiele deinstallieren. Oder auch die Seite aufräumen. Elemente auf ihrem Bildschirm werden neu angeordnet. Lücken zwischen den Enden. Bringt nichts, weil wir haben hier keine Lücken. Wir können auch, was können wir noch machen? Netflix können wir nicht gucken, habe ich schon ausprobiert, aber YouTube müsste gehen. Gesagt, YouTube funktioniert, dann schauen wir mal, ob YouTube da ist. YouTube müsste eigentlich funktionieren, ich schau mal. Sieht nicht so schlecht aus. Schauen wir mal. Adblocker blockt erstmal die Werbung, beziehungsweise macht die Werbung erstmal stumm. Perfekto. Guten Morgen, wir sind mal wieder in Kilians Wohnung. Und diesmal kriegen wir wirklich Internet. Er kommt jetzt gerade nach. Funktioniert sogar. Aber wir würden ja trotzdem ein paar Schuhe. Da kommt er nicht. Der kommt eben, da kommt er. Er wollte immer endlich die Eingänge sind. Ja, ich weiß nicht, das vielleicht. Funktioniert auch wie mit Touch-Steuerung, eigentlich dasselbe wie mit Touch-Steuerung. Also wir ziehen auch die ganze Scheiße da runter, aber sehen zu mir eher gesagt gar nichts. Man kann halt auch E-Mails schreiben, das weiß nicht, ob das die meisten mitbekommen haben. Ob wir hier E-Mails schreiben können. Vorher aber eine kleine Info an alle, die noch auf Instagram mit mir vorbeigeschaut haben. Und zwar ist jetzt mein TeamSpeak 5 Beta-Tester draußen. Also ich kann jetzt einfach im TeamSpeak 5 reingehen und meinen Beta-Code aktivieren. Das heißt, ich habe dann TeamSpeak 5. Aber erstmal gucken, wie. War das der Account? Ich habe keine Ahnung. Genau, voilà, perfekto. Jetzt geben wir mal hier kurz diesen K-Bum-Bum ein. Diesen K. Am Fenster kann man nicht verschieben, das ist ja schade. Sonst muss ich mal kurz diesen K eingeben, das heißt, ihr seht mal kurz gar nichts. Weil ihr wisst, ne, Ks sind schon gar. So. Ich hoffe, das Ganze funktioniert so, wie ich das vorhabe. Perfekto. Und perfekt, wir haben TeamSpeak 5. Und jetzt gehen wir mal zurück. Zack. Jetzt machen wir einen neuen Server auf. Neuen Server auf. Neuen Server auf. Ah, hier. So. Clear all. Euer Ordner? Nein. Einstellungen? Identities vielleicht? Acht oder 29? Was ist hier los? Okay. Was habe ich denn hier für ein Profil? 8 oder 29er Höhe? Ich habe gerade keine Ahnung. Da, 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 wo sehe ich denn das eigentlich? Ich glaube bei selbst, oder? Bei selbst oder bei Recht oder bei Extras Identitäten hier. Na, das ist hier, glaube ich, ne? Ne, Standard. Okay, machen wir hier auch Standard. So, dann gehen wir wieder raus, haben die Standard-Ding. Jetzt aber keinen Namen. Cool. Guck, was funktioniert. Kommen wir drauf. Wie geil, du. Wir sind einfach auf dem Teamspeak, auf meinem Teamspeak, Leute. Das ist ja mal richtig geil. Jetzt können wir hier einfach, glaube ich, hier so in den Channel rein. Richtig, richtig cool. Wir können das Ganze auch durch hier wegmoven. Okay, hier sind die Dinger. Hier ist das. Hier ist die Informations. Ich glaube, das kann auch wegmachen. So. Man kann das dann hier auch im Livestream dann mal anzeigen lassen. Das ist ja mal richtig cool. Das ist ja mal sau, sau geil. Das ist ja mal voll heftig. Wir sind sogar immer verbunden und wir können einfach einen anderen Server nehmen. Zack. Und können wieder drauf verbinden. Das ist richtig cool. Aber ich glaube nicht, dass wir ein Logo da haben oder so. Mal gucken. Verbinden. Inner-gaming.de. Mehr. Hier nehmen wir die hier. Verbinden mal. Sind jetzt auch mit dem TeamSpeak 3 verbunden.
Testing, Testing. Und haben wir sogar ein komisches Ding hier dran. Das heißt Testing, Testing, das ist voll komisch. Also das haben wir jetzt hier nicht drinnen, wir können auch direkt hier entfernen. Aber haben hier Testing, Testing. Also wenn ich jetzt hier auf mein Teamspeak 3 nochmal gehe, habe ich hier Testing, Testing stehen. Ohne Scheiß jetzt. Also ich gehe drauf, zack. Testing, Testing. Voll lustig. Voll lustig. Aber Leute, wir brauchen ja kein Teamspeak 3 mehr, wir haben jetzt Teamspeak 5. Und wir machen ein kleines Gewinnspiel. Weil Teamspeak 5 Code wird ja nicht einfach so freigegeben. Der Teamspeak 5 Code wird ja nicht einfach so freigegeben, sondern ihr müsst ja euch bewerben dafür. Was heißt das? Ich gebe euch jetzt einen Code und der erste, der den Code eingegeben hat, hat Teamspeak 5. Oh nein, Spaß ist halber, wir machen es anders. Ich poste jetzt auf Facebook hier im Video direkt, beziehungsweise auf der WhatsApp-Gruppe. Soll ich das auf WhatsApp posten? Ich weiß es nicht. Soll ich das auf WhatsApp posten oder eher Facebook? Na, machen wir es über WhatsApp. Ich öffne jetzt WhatsApp und schreibe in unsere Fangruppe. Oh fuck, falsches WhatsApp. Ich schreibe jetzt in unsere Fangruppe ein kleines Gewinnspiel rein. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Hey Leute, ich mache für euch ein Gewinnspiel. Punkt. Es geht um einen TS5 Beta Code. Also schaut mein neues Video an und kommentiert fleißig und ihr seid dabei. Also abgeschickt? Noch nicht abgeschickt, ups. Gleich abgeschickt? Das heißt, an alle, die jetzt dieses Video hier gucken mit den Teamspeak 5 und Dex und weiß ich was, seid gespannt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und mit etwas Glück seid ihr vielleicht der Gewinner des Teamspeak 5 Codes. Ganz easy. Gibt's hier sogar nochmal. Oh, jetzt muss ich mit Fingerdruck wieder entsperren. Oh man, geht doch. Zack. Hier nochmal. Leute, ich mache für euch ein Gewinnspiel. Es geht um einen Teamspeak 5 Beta Code. Also schaut euch mein neues Video an und kommentiert fleißig und ihr seid dabei. Ja. Ganz einfach. Ist nicht schwer, wie gesagt, dieses Video kommentieren mit allen Neuerungen, die es jetzt gibt. Und ich Teamspeak 5. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich bin hier nicht mehr raus. Habt noch einmal einen schönen Abend. Haut rein. Bis dahin, sehen uns im nächsten Stream auf Twitch. Schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Haut rein. Bis dahin. Servus und ciao.